Hallo liebe Crowd, hier spricht Wambo, der Architekt vom Unreal Estate House, und ich bin jetzt gerade im Unreal Estate House drin und wollte euch mal einen Stand der Dinge zeigen. Es gibt nämlich einen nächsten Bautag an diesem kommenden Samstag ab 11 Uhr für 3-4 Stunden. Da brauche ich eure Hilfe. Ich zeige euch mal, was wir bisher geschafft haben. Also ich stehe mittendrin im Unreal Estate House. Dieses Ding, man glaubt es kaum, ist nur 4 Quadratmeter groß. Und ich stehe hier gerade unten im Erdgeschoss. Es gibt noch eine zweite Etage da oben. Es sieht also so aus, dass es hier einmal so eine Art kleinen Sitzbereich gibt. Und was jetzt schon eigentlich so fast fertig ist, also zumindest so fertig ist, dass man das nutzen kann, ist die Küche. Das hier ist unsere Küche. Hier seht ihr oben den Wassertank. Und hier gibt es einen Wasseranschluss. Und hier gibt es unten eine Gasflasche und hier ist ein Herd. Das heißt, hier kann man jetzt auch schon kochen. Und was wir jetzt machen wollen, ist am Samstag die Wärmedämmung noch weiter anbringen. Wir haben 50% geschafft von der Wärmedämmung. Ihr könnt das hier so ein bisschen sehen in der Wand. Wir haben hier so eine zweistufig die Wand. Seht ihr das hier? Hier ist ein bisschen noch, kann man das erkennen? Hier steckt Hanf drin. Wir haben hier Hanf aus Thüringen verbaut. Das ist eine sogenannte Sandwich-Konstruktion, das heißt Siebdruckplatte, Hanf dazwischen, 4 cm und dann nochmal eine Siebdruckplatte. Und Siebdruckplatten sind äußerst robust und ist ein Recycling-Material, deswegen passt das ganz gut zum Unreal Estate House Projekt. Und was wir noch machen wollen, ist an der Stelle auch nochmal diesen Hanf anbringen. Und die Platte, dazu bräuchten wir jemanden, der sägen kann. Die Platten sind nämlich schon da, aber leider ein Tick zu lang. Und wir wollen außen den Ofen anbringen. Ich gehe jetzt mal raus. Also hier draußen ist der Ofen. Ja, viele halten uns für verrückt und sagen, warum denn den Ofen draußen anbringen? Aber das ist doch super, wenn der Ofen draußen ist. Wir brauchen gar nicht so diese Hitze und die Wärme innen drin. Das ist nämlich so ein Werkstattofen, dass die Abwärme von dem Ofen, ungefähr 50-60 cm Rohr, was wir von außen nach innen leiten werden, reicht vollkommen aus, um das Haus zu heizen. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also der Ofen, der steht draußen. Der ist jetzt noch ein bisschen versteckt, damit er nicht geklaut wird. Hier seht ihr es. Also das hier ist ein handelsüblicher Werkstattofen vom Bauhaus gekauft für 127 Euro. Und hier hinten seht ihr, da kommt das Heizrohr raus. Das Heizrohr muss hier durch diese Wand und dann kommt es da oben irgendwo wieder raus und wird dann in die Atmosphäre geführt. Und das wollen wir bauen am kommenden Samstag. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ihr nicht bauen könnt, das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt auch einfach mit uns abhängen, vielleicht ein bisschen was Leckeres kochen für die Helfer. Ich brauche eigentlich nur 3 Leute, die helfen. 3 bis 4 Leute an diesem Samstag, 11 Uhr. Ich zähle auf euch.